Hey ho, meine Lieben, heute wieder mal ein Video aus Grillschunkies Hardware-Ecke. Ich hatte ja meinen Werkstatt-PC verkauft und ich muss sagen, der kleine Vollidiot, der da hinten steht, der es mit live mitkriegt, mir gerade einen Stinkefinger zeigt, hat gemeint, sich zu Weihnachten ein neues Gehäuse zu wünschen, eine Wasserkühlung, ein paar Lüfter und. Alles schön und gut, aber das Problem ist, der hat angefangen, selber das Zeug umzubauen. Und was dabei alles schief gehen kann, das zeige ich euch heute. Ein bisschen was habe ich schon gesehen. So, da steht mein altes Case, das hat er jetzt auch noch holen dürfen. Und da ist schon mal sein neues. Wenn ich da schon mal reingucke, da fällt mir schon mal auf, dass er diese Erhöhungen schon mal komplett weggelassen hat. Das ist schon mal der erste Fehler. Tja, was noch alles rauskommt, ob er vielleicht hier unten drin die Schutzfolie drin gelassen hat oder sonst was, das werden wir nachher gleich sehen. Tja, dann brauchen wir auf alle Fälle noch eine Wärmeleitpaste. Weiter, auseinanderrupfen. Zackig, alles raus hier. Mann. So Leute, Mainboard, alles lose, alles draußen. Und hier 1, 2, 3, 4 Schrauben war es verschraubt. Und jetzt nehme ich das Mainboard raus und jetzt passt es mal auf hier. Seht ihr das? Was der Pfosten gemacht hat? Der hat hier die Dinger falsch drin gehabt. Ja, und das ist natürlich sehr gut, wenn für ATX Mainboard die Pinöpel für ein Micro ATX drin sind. Tja, das druckt dann natürlich hinten schön aufs Mainboard. Und wenn wir Pech haben, hat es da irgendwas gekillt. Aber das werden wir später sehen. So, alle Pinöpel mittlerweile drin, an der richtigen Stelle. Jetzt kann er das Ding wieder reinschrauben und ich hoffe wirklich, dass der eine Pinöpel nicht auf die Platine drauf gedrückt hat, weil dann war es das. Was ich mich bloß frage, warum kauft man so einen winzigen Tower? Nee, wirklich. Unglaublich. Naja, was soll's. Wärmeleitpaste fehlt jetzt noch, die ist meine verschwunden. Tja, jetzt hoffen wir, dass wir noch eine Lieferung heute bekommen. Dann kann ich das Ding soweit fertig zusammenbauen. Grafikkarte muss ich noch neu stecken und die WLAN-Karte. Ja, und dann halt alles zumachen und hoffen, dass er läuft. Boah, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. So Leute, Pumpheader ist drauf, angeschlossen, hintere Lüfter noch mit drin, Grafikkarte und die WLAN-Karte drin. Ja, und jetzt bin ich ja gespannt, ob das Ding läuft. Oh Mann, jetzt habe ich ihn gerade ausgemacht. Also, er läuft, aber die oberen Lüfter, die lichteln noch nicht mit. Ja, da muss ich mir noch was ausdenken, weil er ja hier diese komische Steuerung drin hat. Die oberen Lichter eigentlich über 4-Pin-Anschlüsse laufen und das Mainboard noch keine Ansteuerung für RGB-Beleuchtung hat. Das ist ein Nachteil jetzt. Rechner fertig, Rechner läuft, da ist die Pfeife. Alles klar, Tschaikowski! Ciao!